In diesem Video wird euch gezeigt, wie ihr ein kostenloses Ingame-Aufnahmeprogramm völlig legal bekommt. Mehr nach dem Intro. Ja, wie ihr schon gehört habt, ihr wollt ein Ingame-Aufnahmeprogramm völlig kostenlos, nicht wie Raps, wo ihr dann noch 30, 29 Euro oder so bezahlen müsst. Dann seid ihr hier genau richtig. Ihr öffnet euren Browser und fügt dann den in der Beschreibung verlinkten Link ein oder drückt da drauf. So. Ich muss das ja jetzt erst machen, heißt, ich gebe Loilo Game Recorder und gehe auf das erste. So, hier steht nochmal alles erklärt. Kostenlos die mächtigste Game Capture Software. Das macht Loilo Game Recorder so gut. Top Bildauflösung, ressourcenschonend, einfache Bedienung und alles für umsonst. So, hier Top Bildauflösung wird als Jetpack benutzt. Full HD Aufnahmen. Hier sieht er nochmal den Platz. Also, Loilo ist auf dem ersten Platz, also von der Stärke her. Ja, so wird das dann aussehen, wenn ihr es installiert habt. Jo. Dann geht ihr jetzt hier auf Download. Dann ladet ihr euch das runter, wie hier. Ich mache das jetzt nicht. Ich breche das ab und schließe den Download-Ordner. Dann öffnet sich bei euch eine Datei. Da müsst ihr die nochmal installieren, bis ihr auf den Desktop so ein Programm erscheinen seht. So, einfache Bedienung ist das. Ihr könnt hier einstellen, also bei dem Mikrofon hier, könnt ihr einstellen, ob ihr über das Programm Loilo eure Stimme aufnehmen wollt. Zum Beispiel nehme ich jetzt hier High Definition, hallo. Oder über ein anderes Programm, zum Beispiel Audacity, kann ich auch nochmal in der Beschreibung verlinken, ist auch kostenlos. Ja, die Lautstärke könnt ihr hier einstellen. Minecraft zum Beispiel, wie laut Minecraft sein soll, wie laut der Systemsound sein soll. Und hier ist dann schon wichtiger, dass ihr die Videoauflösung auf Original habt, die Framerate auf 24 und die Qualität auf 60. Ich würde euch noch raten, so einen Hotkey zu setzen. Framerate und Aufnahmezeit anzeigen, könnt ihr den Haken lassen und hier bitte keinen Haken reinmachen, weil dann ist die Datei sowas von groß. So, dann wählt ihr euer Spiel aus. Zum Beispiel Minecraft. So, Minecraft geöffnet. Seht ihr oben diese grüne Zahl. Das bedeutet, er hat das Spiel erkannt und jetzt könntet ihr F7 drücken. Dann würde die Aufnahme starten, wenn ihr F7 als Hotkey habt. Ja, und das war's eigentlich auch schon von diesem Tutorial. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Uns, beziehungsweise es sind ja immer zwei. Und ja, bei Problemen anschreiben und tschüss.